Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Layers of Fear oder The Joy of Painting mit, wie Bob auch immer er Ross. Heißt. Ja, vielleicht ist das der Geist von Bob Ross, du weißt das schon. Genau. Ja, wir sind voraussichtlich, würde ich mal sagen, im großen Finale. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es... Mir fehlt ja nicht mehr viel. Ja. Also, vielleicht ist es sogar schon fertig und seine Frau war einfach echt schwer entstellt. Ja. Zum Schluss bestimmt. Ja. Okay, dann ziehen wir mal wieder los. Würde ich auch sagen, was steht da oben vor der Tür? Mit der Ach, stimmt. Tür? Trial and Error, okay. Trial and Error stand, glaube ich, letztes Mal auch da. Bin mal gespannt. Das letzte Kapitel handelte ja irgendwie, haben wir immer irgendwie so den entstellten Geist einer Frau gesehen. Und das davor ging irgendwie um das Kind. Boah, jetzt tut mir mal eingefallen, ich weiß, wir haben gerade jetzt angefangen, drück mal Start. Stell mal die Helligkeit ein bisschen hoch. Ja, ist, ich weiß, sowas auch mal außerhalb vom Menü machen. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mit anschauen müsst, aber wir vergessen sowas immer gerne mal ganz unten, glaube ich, oder? Was ist das? Das wird sein, glaube ich. Ja, so ist Helligkeit so, dass das Porträt gerade noch zu erkennen ist. So ja, aber das war nicht, so dunkel. So sehe ich es nicht. So, komm, nimm. Ja. Ist ja immer besser, weil auf YouTube ist es dann eh immer dunkler, als es ja, eigentlich stimmt. Sein sollte. Weil wir sehen hier halt sonst gar nichts. Ein bisschen besser. Ja. Ich bin gespannt, vielleicht handelt das jetzt. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir auch grandios oder fast an einem ziemlich dämlichen Rätsel gescheitert. Beziehungsweise. Das mit dem Telefon nicht? Nein, um Gottes Willen, das war nicht das mit dem Telefon, das war das mit diesem. Ach ja, wo man mit die, der Ratte. Mit der Ratte. Wir sind aber auch halt echt aus der Übung. Die blöden neuen Resident Evil-Titel halt einfach einen dann nicht mehr fordern. Dann verlernt man das. Ja, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach, weil man so geprägt wird von anderen Spielen, dass die einem halt sagen, also der schwierige Weg ist es nicht, sondern man denkt ja bei Spielen immer um, weißt du, so um drei Ecken. Hm. Und das ist total immer das Falsche und das wollte ich da halt ausnahmsweise mal nicht machen und wollte einfach mal richtig dran rangehen und das war dann genau der Fehler. Ja, wir haben leider echt einfach total die Ratte übersehen. Ja. Das war halt doof. Naja. So. Da liegt doch was, oder? Eine Notiz ist das? Ein Gehirn oder ein Blumenkohl? Ich glaube, es ist ein Blumenkohl. Blumenkohlgehirn. Ah, genau. We're running out of apples. We're running out of ideas. Also haben so die hat ein Entwickler dem anderen geschrieben, damit er sich was Neues überlegt und der hat es leider nicht gelöscht. Ey. Was also ich glaube, ich we're running out of apples, ja. Ist noch genug Äpfel. Das sind auch so große Mutantenäpfel, oder? Schauen irgendwie groß aus. Na, egal. Ne, ja, die sind heutzutage so groß. Das ist ein Gene. Ja. Ein Bildchen. Ein Bildchen, ja. Was ist das? Nix. Eine Lampe. Ein Türknauf, ausgezeichnet. Moment. Das verläuft sich. Spielst du das immer bei Raumtemperatur? Ja, jetzt geht's hier schon. Das schaut dir creepy aus. Das schaut ja richtig creepy aus. Das haben wir schon mal irgendwo gehabt. Echt? Ja. Das ist die, das ist Ratte mit Ratte. Also von bisschen wackeln und umfallenden Bildern, also da reißt sie mich jetzt nicht mehr hier. Okay. Geh ich ja nicht hin. Ach so. Passiert doch so. Ja. Stell ich mir mal in die Mitte des Dreiecks. Was ja, vielleicht gar nicht so doof. Teil eines heidnischen Rituals. Ja. Nee. Sieht ein bisschen so aus, kennst du noch diese vier Traumsequenzen, wo dann diese Alma, also dieses kleine Mädchen so aus dem Feuer rauskommt, ja. Daran erinnert mich das gerade irgendwie. Ach stimmt, achso, die Ratten, die ins Feuer laufen, hatten wir ja schon mal gesehen. Ja. Das ist bestimmt auch irgendeine Metapher mit dem Einkaufszentrum, das verbrannt ist. Ja. Das ist ein Konsumkritik wahrscheinlich. Feuer. Oh nein, ihr seht das gerade nicht, unser Fernseher schaltet sich gleich ab. Das ist doch bestimmt die Tod. Sind irgendwelche Rattenaugen, die einen hier anschauen, oder? Ja, aus der Dunkelheit. Total. Da gibt es auch so was Krasses in Super Mario Galaxy. Gibt es irgendwie so ein Level, wo du irgendwie so im Hintergrund auch so schemenhafte, wie so Geist, also so dunkle Schatten mit Augen siehst. Aber okay, man muss fairerweise sagen, in der Mario-Welt hat aber grundsätzlich alles Augen. Ja, aber das ist so richtig creepy, einfach so ganz weit entfernt, einfach so, du kommst auch nie hin oder so, sind das einfach so Schatten mit Augen, die einen anstarren. Okay. Das ist so creepy. Das war irgendwie nur was. Oder war es Galaxy 2? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich hab die leider beide noch nicht gespielt, aber sollen ja ziemlich gut sein. Ah, ich finde sie super. Links mit der Tür warst du schon? Ich glaube schon. Da kommt. Nee. Ja. Was ist das jetzt? Das sind aber keine Ratten. Das sind diese kleinen,
sind diese kleinen Kohlegeister aus diversen Animes. So irgendwie. Standard Ghibli. Standard Ghibli-Kreaturen. Ja. Oder. Nee, was sind das? Das sind Fliegen. Fliegen. Ja. Wir haben nie gehört, dass. Also, die Fliegen bei uns daheim machen nicht solche Geräusche. Schreien immer nur: Hilf mir! Ach. Das ist die Fliegen, Alte. Oh, ich würde da nicht hingehen. Schauen wir mal, ob wir in die andere Richtung wegkommen. Die steht bestimmt vor uns, wenn wir. Gehen wir wieder durch die Tür. Ist jetzt weg? Ja. Hui. Gehen wir durch die andere Tür, vielleicht geht die jetzt auf. Nee. Ja, gut. Müssen wir doch zur Fliegen halten. Na, okay. Hast du die andere Tür auch richtig aufgemacht? Ich hab die. Ja, schon da wieder... kam das Schloss, glaube ich. Okay. Nein, Mister. Ah, ich hab nach außen gedrückt. Ja. Fliegen, Alter. Rattentyp und Fliegen, Alter. Love Story. Oh. Ja, wenn das Fenster jetzt nochmal zufliegt, dann habe ich aber die Schnauze gestrichen vor. Ist das Frost oder? Nee, das soll Regen darstellen. Ja, so ein bisschen. Okay. Ja. Ja, jetzt ist das Fenster zugegangen. Oh. Schaut aber irgendwie freundlich aus. Mm. Das ist, wenn man, wie heißt das, es gibt doch immer so ein spezielles Brett, wo man nur die Farbe abtupft. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das genau heißt. Aber du weißt, was ich meine, das hat man so im Kunstunterricht immer gerne mal gehabt. Was meinst du? So, wo man nur die Farbe, was nur zum Farbe abtupfen gedacht ist, so ein spezielles Brett. Boah, ja, irgendwie kommt das. Also so ein Pinsel, als ob man. Und ich glaube, das hat er nicht mehr, das ist halt ausgegangen. Übrigens, die Tür befindet sich unter dir. Ja, ich weiß. Ich finde bloß gerade cool, dass hier dieses Bild, das wir die ganze Zeit gesehen haben, jetzt hier so verschmiert ist. Ja, so cool ist das eigentlich auch nicht. Aber ja. Ich fand das Bild irgendwie immer ganz interessant. Ich find die Farbe, also es schaut voll geil aus. Also von der Tiefe. Ja. Schaut echt wie Farbe aus. Ja. Oh, müssen wir jetzt rein, oder? Mhm. Hammer. Geht. Gott, deswegen gehen wir lieber schnell zur Tür. Interessiert mich gar nicht, was hier drin ist. Nee. Hier ist kein Künstler, hier ist nur Suhl. Oh, oben. Hubenspinne? Nee. So eine. Irgendeine Grube. Ja. Was auch immer das. Farbgrube. Oh Gott, ich will ja gar nicht an der Kurve drehen und schauen, was da jetzt hochkommt. Was sie da zutage fördern. Hilft ja alles nichts. Hier, warte mal, so drehst. Das hört sich doch richtig an. Ja, okay. Es kommt immer näher. Da haben wir doch was. Okay. Nein! Ja, ich wollte ja sehen, was da drauf ist. Man kann ja in dem Sinne eh nicht sterben. Ende. Das war's. Ja. Wahrscheinlich sollte das sogar passieren. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwo, wo wir vorher nicht waren. Uah. Ich spring da einfach mal runter. Oh Mann. Ich frag mich, ob es Ich glaube zwar nicht, dass es alternative Enden gibt, aber ich frag mich, ob man tatsächlich Entscheidungen in dem Spiel. Ich habe das jetzt gar nicht gelesen, ob es alternative Enden gibt in dem Spiel. Ob so alternative Enden? Ich stelle mir gerade so eine Ente mit Rasterlocken vor und die kifft und. Ach, keine Ahnung. Was? Eine alternative Ente. Ja, alternative Ente. Achso. Okay. Okay, das ist so. Also Ouija-Board. Kommt Mörder raus. Ich weiß, ich habe das nie gemacht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Funktioniert so ähnlich wie das Telefon mit der Wählscheibe. Warte, manches. Ist noch mal Umstand Buchstaben.
keine Ahnung. Ach so, ich dachte, es würde automatisch die richtigen Buchstaben. Nö. Nee, doch, tut's, glaube ich sogar. Ja? Nee, ich mache, das ist immer das, was ich drücke. Ja, okay, dann geh auf No oben. Das Säubik wird's nicht sein. Kannst du auch mit Back in den bestimmt irgendwo. Ein Hinweis wäre vielleicht nicht schlecht. Also generell nicht, wenn man nicht lässt. Sonst müssen wir uns diesen furchtbaren Film von Michael Caine sagen, von Herrgott, wie heißt der mit seinen Explosionen? Michael Bay. Diesen furchtbaren Film V'ja von Michael Bay anschauen. Vielleicht ach, ist das von dem, okay. Ja, vielleicht, oder ich glaube, produziert er dann zumindest. Vielleicht ist da das Geheimnis drin. Das war übrigens, so hat Michael Bay übrigens angefangen, wer es nicht weiß, der hat mit Horrorfilme zu produzieren. Aber da kam doch jetzt erst vor kurzem, kam da erst ein Ouija-Film raus. Ja, das ist der. Ach so, okay. Ach, wir scheißen auf das Ouija-Board oder was? Wir gehen jetzt einfach weiter. Ja, das würde mich schon interessieren, aber ich weiß halt nicht. Das ist auch so verdammt. Ah, da war es irgendwas. Habe ich da nicht gerade ein Licht gehört? Ach, das war das. Ah, hallo? Okay, das ist sehr geehrter Herr. Meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363-853. Da fehlt aber wahrscheinlich noch was. Da fehlt noch was, ja. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Das hat uns nicht weitergeholfen. Hat uns so keinen Meter weitergeholfen. Ja, ich glaube, wenn das Videoboard jetzt wichtig wäre, kommt man hier nicht raus. Ja. Ich würde es auch gerne machen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir da jetzt nicht mit Versuchen kommen, dann nicht weit. Nee. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Ja. Na gut. Schade. Das hätte jetzt alles erklärt, wenn wir das gemacht wahrscheinlich haben. Matsch, matsch, matsch. Was soll denn eigentlich dieses. Was soll das darstellen, dieser schwarze Schleim, dieses getrocknete Farbe. Öl, schon schwarz getrocknet. Öl halt, ja. Ja. Farbe. Das haben wir auch schon gehabt. Das hängt ja überall, das Bild. Oh. Falscher Kanal. Ja. Oh, das ist herrlich. Ach so, Gott sei Dank. Ich bin doch sicher gleich von diesem Rollstuhl verfolgt. Und er ist einfach wahnsinnig. Och. Ach, das machst du mit dem Licht? Okay, ich verstehe. Drückst du da, oder? Ja, wenn ich den Stuhl schiebe, dann passiert da was. Ich den... Okay. Och. Ja, aber eigentlich, ich glaube, wir müssen den Stuhl fast hier... Schauen wir mal, ob wir so durch die Tür kommen. Vielleicht kriegen wir nur so das... Vielleicht kriegen... Ach, komm, jetzt lass halt. Ja, aber das interessiert mich jetzt schon. Oh, jetzt ist er umgefallen. Ja, super! Siehst du jetzt wahrscheinlich jetzt 10.000 alternative Enden, aber das haben wir uns jetzt auf jeden Fall verspielt. Na gut. Ist auch absolut Menschen unmöglich, dem wieder aufzustellen. Ja. Ich wüsste nicht wie. Nee. Ich hab Hubarbeit noch nie verstanden. Ja. Okay. Oh, Zettelchen. Was steht da? Vermans Grove. Cancer of... Foul Stench. Ja. Ungezogenes Krebs des Hauses. Fauliger Gestank. Oh Gott, die Geräusche. Das schreiben bei mir in meiner Wohnung in Regensburg, schreiben das die Nachbarn auch manchmal gerne bei uns ran. Schreiben uns auch mal so Notizen, wenn uns irgendwas an den anderen stört. Aha. Also das ist... Okay, also wir sind ein Geist, jetzt kennen wir die Antwort auf einen. Anders kannst du nicht sein. Also wenn die Begründung ist, dass wir tot sind, dann lasse ich das noch gehen. Ansonsten finde ich das ziemlich lazy, weil wenn, dann könnten sie wenigstens den Anstand haben und alle Spiegel so voll kraxeln, dass du nichts siehst. Ja, genau. Ich finde es immer total blöd, wenn du dein Spiegelbild nicht siehst. Ja, das ist wirklich. Vor allem, ich habe letztes Max Payne 1 gespielt. Das fucking Spiel ist von 2001 und da konntest du dein Spiegelbild sehen. Ja. So. Ah, hier der klassische Van Gogh, oder? Hier vom Spiegel das Ohr abgeschnitten. Ja. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Kann es sein, dass seine Frau sich da umgebracht hat? Ich weiß nicht. Dafür klang die Reaktion irgendwie noch relativ gefasst. Ja, vielleicht kein guter Synchronsprecher. Ah, Zahnbürste und Lippenstift, okay. Na, ich kann es mir schon ehrlich gesagt vorstellen. Ja, leg dich rein.
Was? Sieh es an. Doch. Pff, was? Achso. Muss wahrscheinlich gedrückt halten, oder? Okay. Nicht nochmal. Okay, das ist ja cool. Bam. Achso, steuern kann ich nicht. Okay. Kannst du gar nicht steuern? Ich glaube. Nee. Doch, ich kann. Das hier. Der Frau geht's gut. Alles, alles klar. Hast du jetzt losgelassen? Nee, eigentlich nicht. Versuch's nochmal. Ich will nochmal ganz sicher gehen. Oh. Okay. Vielleicht musst du das mal. Das war's. Das ganze Haus war die ganze Zeit unter Wasser. Ja. Das ist hier so eine Bioshock-Geschichte. Nee, das muss so sein. Also ich bin mir sicher, dass das nicht so sein muss. Nein. Das Puppenlabyrinth. Oh nee. Ist es ertrunken? Das haben wir es geschafft. In der Badewanne. Oh, die Musik ist echt schön. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Da wieder die Frage, das verwirrt mich immer alles so, ob das was von ihm ist oder von jemand anderem. Das klingt jetzt auch schon wieder so, als hätte es jemand anderem rausgenommen. Ja, schon und, irgendwie. Und deshalb wieder die Frage, ob es seine Frau rausgenommen hat. Aber das verwirrt mich wiederum, weil seine Frau sich ja scheinbar selber irgendwas zugefügt hat. Vielleicht hat das aber auch erst nach ihrem Tod gemacht. Okay, das macht sogar Sinn. Ja, okay. Ja, das stimmt, das würde tatsächlich irgendwie Sinn machen. Sie hat sich umgebracht und hat er gedacht, da kann man wenigstens noch irgendwas Vernünftiges mit der Leiche machen. Nicht gespült. Achso, okay. Geht auch gar nicht. Ja, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon alle zu. Okay. Also wir haben ja, das müsste jetzt das letzte Puzzlestück sein. Eigentlich schon, ja. Ja, aber ich glaube, das, was wir zwei Kapitel davor gefunden haben, war doch irgendwie eine Haarsträhne von seiner Tochter. Ja, so habe ich es auch verstanden, ja. Moment. Moment, hey. So geht das aber nicht. Will ich denn Spiel spielen? Boah. Toll. So ein bisschen. Ja, wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn das Spiel jetzt vorbei wäre. Ich sehe keine Tür. Hier? Nee, das ist ein Schrank. Nee, das ist so eine Wandvertäfelung. Achso. Ja, schau mal, da liegt doch was auf der Couch. Vielleicht ist das ja. Nee, ist einfach nur ein Teil der Lampe, glaube ich. Ja. Zum Tisch, kann man da irgendwas machen? Nee. Spielfiguren vielleicht, die am Boden liegen? Nee. Hä? Da liegt was. Spielfigur. So, ach, müssen wir die jetzt hier sammeln. Suchen, ja. Oh ne. Da. Tada. Was ist das? Oh nein! Nein! Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt müssen wir die alle aufsammeln. Wo ist eigentlich der Butler? Kann der das nicht machen? Warte mal, aus irgendeinem Grund haben wir auch die Schwerkraft aus der
Kraft gesetzt. So, ich hau dir jetzt einen raus. Ich glaube, wir sind der Butler. So, ich habe das noch gar nicht gerechnet. Der Butler hat nur zufälligerweise auch ein Holzbein. Okay. Das Bild an der Wand hat sich ja geändert. Das war ich damals schon. Oh nein. Ah, siehst du, hier Figur, Auge. Schau mal. Auge verdeckt. Nein, du kannst da nichts machen, aber ich meine nur, das ist Ach so, ja, stimmt. Symbolisch. Also wahrscheinlich ist es das Auge von seiner Frau. Was ist mit dem Licht auf der Couch? Vielleicht geht's ja jetzt. Das schaut so. Okay, nee, es sah nur aus dem einen Winkel auf einmal. Sah auf einmal anders aus als vorher. Es fühlt sich wie eine Motte vom Licht angezogen, aber ich glaube, da kann man echt nichts machen. Aber ich weiß auch nicht, was. Schau dir nochmal den. Also, ja, da kommt aber ein Geräusch her. Oder nee, vom Tisch kommt. Kommt es vom Tisch? Ja. Ach so, ja. Okay. Ja. Ich hätte mir mal so eine Klischeeliste von so, also so eine Liste von so Horrorfilm- oder Horrorspiel-Klischees hätte ich mir mal anschauen sollen, um dann das Ende rauszuraten. Ja. Variante 1 ist, wir sind tot. Variante 2, wir sind im Irrenhaus. Ja. Variante 3, wir sind eine ganz andere Person, als wir denken. Das ist auch noch, manchmal auch alles in Kombination. Oh, was sind wir hier in diesem unheimlichen Spiel? Okay. Das ist der Salamander. Oh. Sollte das der Hund sein oder hat die einen Salamander als Haustier? Das sah mehr aus wie eine Ratte. Die Gigant. Ja, stimmt, stimmt. Fakt ist, stimmt. Kann echt sein, eine große Ratte. Ja, da ist nichts dran. Das ist nur der Teddy, der durchglitscht. Vielleicht noch auf der anderen Seite aus. Ah ja, die Spieluhr. Die konnten wir aufziehen. Ja, aber jetzt geht's nicht. Ach, boah, und das ist unheimlich Hundebild. Sonst noch was getan? Ha. Ja, vielleicht haben wir da noch nicht alles. Schrank? Hast du im Schrank noch nicht geschaut. In welchem Schrank? Ah, in dem Schrank. Also dem sowieso nicht, aber in den rechten Schränkchen hast du auch noch nicht geschaut. Was? Nee. Nee. Hunder, ist das ein Hundehalsband? Ja, schaut so aus, aber ich glaube, da kann ich nichts machen. Nee. Oh, da liegt was. War das eine Spielfigur vielleicht? Oh. Fehlt noch ein Spiel. Schau mal auf das Spielbrett, ob da noch Spielfiguren fehlen. Ja, okay, da fehlen. Moment. Nee, geh mal näher ran, so kenne ich gerade gar nichts. Schachmatt. Okay. Oh Mann, ich verstehe damit nicht. Keine Ahnung, das sagt mir alles nichts. Oh. Was ist denn da passiert? Boah, kannst du bitte. Also, jetzt ja, weißt du, das war so ein kleiner Lag. Oder so ein Glitch. Yeah. Nein, kein Glitch. Zoom. Ein Geruckler, meine ich. Das war eher der Panik-Zoom. Ah, da vorne. Ah. Ist nichts hier raus, hier. Oh. Das ist das Gefühl, die wollen dann hier die Story erklären, aber ich verstehe es nicht. Ja. Bürsten. Eindeutig Bürsten. Ja. Sie ist zu Tode gebürstet, so lange gebürstet, bis. Die alte wurde ordentlich gebürstet, ja. Kannst du das Megafon irgendwas tun machen? Irgendwie nicht, nee. Grammophon. Grammophon ist, gell? Ja, genau. Megafon ist was anderes. Eindeutig. Oh, warte, da war doch was. Nee. Ah. Das ist das Spiel, meinst du? Der leuchtet doch. Haben wir die jetzt aufgenommen oder liegt die am Boden? Die liegt am Boden da links. Ich bin mir auch relativ sicher, dass man so das Spiel Dame nicht lernen kann. Also indem man hier das Spiel. Also vielleicht kann ja mal jemand, wenn er Bock hat, in den Comment-Bereich schreiben, wie Dame funktioniert. Immer sehr hilfreich. Mein Eindruck vom Spiel ist, dass es etwas mit wahnsinnig gewordenen Künstlern und ermordeten Frauen zu tun hat. Der Eindruck dringt sich mir auch irgendwie auf. Okay. Geh mal zurück. Ich bin ja nicht richtig. Also irgendwo, ich schätze mal, dass ich jetzt gerade nochmal einen Weg links aufgezahnt. Boah.
Da, Und dann links. Ruckler. Links, ja. Du drehst dich auch so komisch manchmal. Ja, ich drehe mich ganz normal und dann ruckelt's und dann, dann Ja. hängt es kurz und Ge springt dann auch geh man so. nicht die Treppe hoch. Nee, nee. Das hat jetzt ein Ball die Treppe runtergerollt. Ich bin mir fast sicher, dass wir hoch müssen. Aber wir checken erstmal, was hier unten abgeht. Da liegt Oh, offen. okay. Verrückt. Da liegt auf jeden Fall eine Münze. 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 Ich muss mal Spielfigur. kurz hochgehen. Was? Spiel. Nee, nee, passt schon. Ach Spielfigur, habe so. ich nur gemeint. Magst du Schrank nicht Da noch? ist Das doch ist schön. irgendwas. Ach, Äpfel. Ja. Ja. So kann man es auch nennen. Ja, hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, dann musst du einfach nur zum Spielbrett zurück. Ah, oh, wir müssen gleich noch mehr finden. Hast du im Schrank schon mal gesch. Du hast die Schränke noch nicht durchsucht, da links. Nein, nein, rechts. Und dann links. Ah ja. Nee, Handtücher. Da, nee, okay, sah nur so aus, schön. Was steht da? Nee, es ist nix. Die Äpfel runterspülen. Sonst kann man die Duschvorhang kann man nicht aufziehen. Nee, schaut nicht so aus. Das stelle ich mir auch Da wahnsinnig sicher ist. vor. Warte mal, rechts vielleicht? Nee. Nö, nö. Ja, vielleicht doch oben bei. Aber ich wüsste nicht wo. Oh, da kannst du Ah. doch was mit interagieren. Was sind das aus? Können wir vielleicht jetzt rauf? Nee. Kann sehen. Da liegt doch eine Ach Münze. ja, oh Gott. Oh. Schweine. Ist auch immer, wenn du diese Münzen aufnimmst, habe ich den Eindruck. Oh nein, Aliens. Ja, wahrscheinlich jetzt am Schluss echt so eine Science-Fiction-Geschichte mit Aliens. Da habe ich nicht dran gedacht, das könnte es noch sein. Oder ein Hund steuert das Ganze an. Ja. Ja, so lerne ich das Spiel auch nie. Dazwischendrin müssen bei Dame alle Spielfiguren an die Decke hängen. Okay, da ist jetzt dicht, da ist nix. Da hinten. Oh, noch nicht. In mal der wieder Küche. Vorratskammer oder Küche, ja. Da ist ein Bild oben. Das ist wohl lieber Shakespeare. Wenn Schaut echt so Shakespeare, aus. Shakespeare, was machen Sie im Küchenschrank? Shakespeare in the Closet. Es gibt doch 100 Pro. Gibt's auch irgendwie so ein schwules Broadway-Musical, was Shakespeare in the Closet heißt? Oh, er hat dann versucht, das Haus zu kochen. Kocht es. Brutzelt was Feines. Da. Müsste eine Spielfigur sein. Da liegt. Dann kannst, ah ja, kannst du nur zumachen, okay. Da liegt doch ein. Nee, sah nur so aus, okay. Aber wir haben ja jetzt eine Spielfigur. Nee, wir haben irgendwas anderes aufgenommen. Das war Ja, so. ich weiß nicht, ist das so ein Gewicht? Ja. Nee, aber das, was wir jetzt zuletzt aufgenommen haben, war ja eine Spielfigur, oder? Wenn ich das richtig. Nee, es war das linke unten da, dieses. Ja, was halt. Wow. Du hast doch jetzt gerade zwei Sachen in der Küche aufgenommen. Du hast das Ja, Gewicht. einmal so eine Spielfigur zuerst von der Waage Ich dachte, und. von der Vargas ist das Gewicht. Ach, ist ja auch egal. Ach so. Okay. 21 Gramm. Toll. All in? Ja, schaut's aus. Jetzt wird hier Poker gespielt. Also ich bin mir eindeutig sicher, dass der mit den schwarzen Figuren gerade am Verlieren ist. Nee, halt, Moment, der hat so viele weiße Figuren gekickt. Nee, der gewinnt. Ja. Andere Richtung rechts umdrehen. Warte mal. Okay. Oh. Ah ja, das bärtige Baby. Wo ist Baby mit Bart hin? Nee, umdrehen. Kommt nicht lang, ne?
Hier links und dann rechts. Kann ich hier dran von der Kai? Na, vielleicht musst du doch da links. Muss ich erstmal eine Figur suchen, vielleicht? Boden? Nee. Dann folgen wir vielleicht mal der Musik. Wieder hinter der Wand. Ist da rechts? Geh mal kurz. Geh mal zurück. Irgendwie hieß es im lautesten. Geh mal noch weiter rechts. Ich hänge die ganze Zeit an dem Scheißfest. Was liegt denn da links? Ach, das ist. Okay. Das ist Karussell. Oh Gott. Ich verstehe nichts. Für mein Rechner mag dieses schwarze Öl nicht. Nee. Ich hab das schon mal irgendwo gehabt. Deswegen hängt es gerade so ein bisschen. Das ist genauso. Es gibt so geil, wenn so. Wenn so Leute Speedrun machen, ist immer so geil. Ich habe so ein paar Speedruns von GoldenEye gesehen und da schauen die partout mal auf den Boden, weil das Spiel ja immer am Ruckeln ist. Grundsätzlich. Ach so. Und damit das Spiel nicht ruckelt, damit du die Texturen nicht siehst. Ah, okay. Kannst du die Spielfigur auswählen da, die, die noch drauf ist? Gerade schon probiert. Okay. Ja. Nee. Boah. Okay. Ey, ey. Aha. Okay, alles okay. Alles fein. Alles fein. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt wird halt seine Frau wahrscheinlich dann sein. Ja, würde ich jetzt mal schätzen. Ein bisschen so aus wie Frau von The Shining. That's it. Ja. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Fuck it, ich suche mir ein anderes Hobby. Ja. Ich häkle jetzt, Mann. Ah ja, da fehlt aber auch ein Auge. Steuerst du gerade? Nee. Au. Oh, fuck, okay. Malt er immer das Gleiche? Ah, hier waren wir auch schon hier. Ja. Ich würde jetzt mal drauf tippen, dass das jetzt praktisch die Realität ist. So ein bisschen. Ja, kann sein. Komplett verrückt geworden. Also das ist ja relativ ersichtlich, dass der gute Mann sie nicht geworden ist. Oh, geh mal ins Kinderzimmer. Oh ja. Ja, das Elternzimmer. Ach so. Ich geh jetzt einfach mal, schau mir einfach mal alles an. Okay. Ja. Alles verwüstet. Ja, das ist halt wirklich, wahrscheinlich ist es halt auch, ich glaube, das war auch so eine der ersten Vermutungen, die wir so hatten, dass es einfach so in seinem, dass er einfach in so seinem Wahn ist, weil er alles verloren hat und permanent wahrscheinlich auch besoffen durchs Haus rennt. Ja, deswegen auch über die Flaschen, nicht? Ja. Ja, und halt effektiv seine. Versucht seine Frau da zu malen, die er gar nicht mehr hinkriegt. Ja, es ist halt die Frage, was. Was es mit den Teilen da auf sich hatte, die er da überall hergenommen hat. Ja, genau. Aber ich glaube, das hat was für eine Vorgeschichte hat, also, aber. Ja. Ich glaube, das ist so der Status quo jetzt gerade. Glaube ich auch, ja. Kann man nichts machen, oder? Geht nicht. Nee.
ja, ob er seiner Familie irgendwas angetan hat oder ob das einfach ein Unfall war und er wahnsinnig geworden ist. Ja. Oder was. Seine Tochter weiß man ja nicht, ob die nicht noch lebt. Die Tür war beim letzten Mal auch zu. Stimmt, ja. Wenn, dann hat sie auf jeden Fall einen scheußlichen Kurzhaarschnitt. Ah, das da ist es wieder. Baby mit Bart. Ich habe jetzt irgendwie fast schon Bock, mir so ein T-Shirt zu machen. Schau schon geil aus. Berühmte Künstler mit Baby mit Bart. Von Baby mit Bart. Ah. Gibt's die. Ah, Schlüssel. Gibt's die Zeichnung? Ey, mach mal die Schublade auf. Vielleicht gibt's noch die Zeichnung von Rotkäppchen, die er mal hatte. Stimmt. Nee. Stimmt, die haben wir auch ganz am Anfang mal gefunden. Ah, okay. Liebste Gemahlin. Ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich Unterstützer hätte sein sollen. Fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte. Aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Ja, okay, oh. Den hat er wahrscheinlich dann nach ihrem Tod geschrieben. Ja. Okay, also ja, das ist offensichtlich. Oder war zu geizig, um die Briefmarken zu bezahlen. Ja. Im Haus. Oh, noch was. Das ist wahrscheinlich die Tochter? Nee, das war der. Okay, also das ist offensichtlich jetzt die Realität. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Können wir mal im Kinderzimmer schauen, vielleicht? Ob da noch was. Ach ja, er kann. Zum Beispiel das Kind. Ja. Oder der Butler. Also, das ist die wichtigste Frage, die mich ein ganzes Spiel über. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Hm? Was? Wo? Hä? Und dann links und geradeaus. Das Kinderzimmer. Ach, da ist das Kinderzimmer. Okay, ja. Wusste ich jetzt gar nicht. Ich habe den Anfang, glaube ich, auch schon so dreimal gespielt, deswegen habe ich es inzwischen drauf. Nö, gar nichts. Schläft niemand drin. Oh, Licht an. Nee. Ja. Es gibt so ein cooles Spiel, wie heißt es jetzt, Herrgott, wo du so ein Säugling spielst, ist auch so ein Horrorspiel. Ach, okay. Wie hieß denn das jetzt nochmal? Das kam ja erst letztes Jahr kam es raus. Among the Sleep, genau. Ist so cool, da bewegst du dich halt eben als Säugling durch die Welt und da musst du zum Beispiel auf Sachen hochzuklettern, musst halt die Schubladen so gestalten, dass du dran hochklettern kannst. Ach, cool, okay. Das ist ein voll cooles Spiel. Es ist nicht so immens gruselig, was ich gesehen habe, aber es ist halt von der Idee her so geil. Weil. Ja, es klingt ziemlich. Liegt deine Spielfigur schon mal links? Wahrscheinlich brauchen wir die nicht mehr, aber ich dachte nur da. Ah. Nee. Kann man nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr wichtig. Jetzt spielen wir nicht mehr Dame. Wenn wir es jetzt noch nicht gelernt haben, dann werden wir es auch nicht mehr machen können. Ich denke mal, das Schlüssel ist wahrscheinlich fürs Atelier, aber ich würde mich erstmal überall anders umschauen, weil es klingt so. Wo ist denn das Atelier? Rechts. Aber geh da noch nicht rein. Ich würde mich erstmal überall anders umschauen. Okay. Ja. Mausefallen sind nicht mehr da. Der hat echt alles im Arsch gemacht. Hm. Der Wiederverkaufswert sinkt und sinkt und sinkt. Das mit dem Gewicht habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Nee, ich auch nicht. Oh, okay. Stillleben ist immer noch leer. Oh, ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt hier alles zu öffnen. Nee, ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Ja, pass auf, es sind hier die sterblichen Überreste seiner Familie drin. Die Knochen. Kannst du nur mal in den Schrank hinter dir schauen? Das wäre vielleicht noch eine Option. Da rechts. Achso. Den Wandschrank. Oh. Oh. Das ist ein Suftanhänger für das Auto. Spielt ja dann. Hä? Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Duftanhänger, oder? Das schaut doch echt mal so aus. Ich kann sagen, weil das müsste ja dann in unserer Zeit schon. Doch! Exakt so aus. Ja, nein. Sowas ähnliches. Das spielt ja nicht wirklich in unserer Zeit. Nee. Gut, man hat keinen Fernseher, das kann nicht sein. Kiste? Die wäre vielleicht noch interessant. Links. Ja. Nee.
Nee, schaut aber auch echt verlassen aus, das Haus. Also. Ja, jetzt würde halt nur noch er hier sein. So. Das Atelier. Kein schönes Bild. Ah ja, gut. Das steht immer noch was über der Tür? Nee. Nee. Ja. Gut, die Teile sind alle weg. Oh, was steht denn da? Needed a jar in the place. Nee, das ist schon das, was er da immer gesagt hat. Das ist nur tausendmal übereinander geschrieben. Oh, wow. Das scheint die große Überraschung zu sein. Ah, das ist die nur die zum Farben. Schluss auf. Okay, ja. Farben. Künstlerzeug, so. Da hängen immer noch die Sachen, die ist die Notizen, die wir gefunden haben über die Ratten. Ah, ja. Stimmt. Ich glaube, wir haben ultra wenig gefunden. Ah, hier, den Zettel daneben, der war ja immer nur so ein Lückentext. Stimmt. Jetzt schauen wir mal. Okay, kannst du ja übersetzen mit X. Okay. Ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg, einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast, beende es. Hat er das sich selber geschrieben? Kann sein. Seine Frau über das Bild zurückholen möchte. Ja, da sind auch nur Pinsel, glaube ich, dran, oder? Ja. Ja gut, dann auch. Oh, ist das eine Notiz? Ja. Deep Breaths, Remember. Kannst du auch übersetzen. Ja, okay. Tief durchatmen, denk daran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche, danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Stimmt. Wirklich weicher Pussy. Na gut. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich auch. Ich sag weiße Leinwand und wir müssen wieder von vorne anfangen. Kann gut sein, ja. Ja. Okay, komisch. Ja, interessant. Das war das Spiel. Das Ende ist so ein bisschen nichtssagend. Wahrscheinlich auch bewusst so gehalten, dass man sich selber so seine Gedanken drüber machen kann. Ich glaube, dass wir so im Groben gar nicht so weit weg sind von der Idee. Nee, das wird schon so ungefähr die Story sein. Ja. Aber ich habe immer gern irgendwie konkretere Hinweise. Ich weiß nicht, so komplett zusammendichten mag ich es mir immer nicht. Wenn es halt zu viel Spiel braucht. Ich mag das schon, wenn es einen Platz zum selber darüber nachdenken gibt. Aber ich glaube dennoch, dass wir relativ nah an dem sind. Ist das von was für ein Entwickler? Das sind ja lauter russisch-osteuropäische Namen. Ist das von. Ich wusste gar nicht, ob das von. Wahrscheinlich. Komm, so ein polnischer Entwickler würde ich jetzt mal tippen. Kann sein. Ist aber nicht, sind nicht zufällig die gleichen, die Vanishing of Ethan Carter. Nee. Also das sind die nicht. Das gibt so tausend Entwickler, die alles. Also im Prinzip, das ist ja jetzt so ein beliebtes Ding, diese Walking Simulator. Mhm. Also das machen jetzt verschiedene. Also das ist jetzt nicht immer der gleiche. Aber es ist schon echt ziemlich kunstvoll gemacht, das Spiel. Also es ist ja, das auf jeden Fall. Es war jetzt nicht, das muss man tatsächlich sagen, es war jetzt nicht sonderlich gruselig. Es hatte ein, zwei Momente, wo mal so ein kleiner Jumpscare drin war, aber das war jetzt nicht so der Hauptfokus. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nö. Also es muss ja auch nicht immer pur Horror sein. Dafür war das Spiel halt stimmig designt, wie auf du jeden gesagt Fall, hast. Ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, da haben wir mal so zwischendrin drüber gesprochen, zwischen den Folgen, dass es irgendwie ein bisschen, dass man keine Gefahr in dem Spiel hatte, was auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es nicht gruselig war. Stimmt schon, ja. Also man hat es effektiv immer nur, also man konnte ja nicht wirklich sterben. Also man konnte zwar sterben, aber da ging es immer weiter und es war auch dann so gedacht, dass man an dem Punkt stirbt, deswegen war nicht so die Gefahr da. Aber ja. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Video schon mal gesagt hatte oder zu Mark halt offscreen, aber es war halt wie eine große interaktive Geisterbahn. Das stimmt, irgendwie. Ja. Also eine wunderschön designte. Und hat es auch mit 20 Euro genauso viel gekostet. Ja. Aber da habe ich mich jetzt nicht so dreckig gefühlt, dafür Geld auszugeben als für die Geisterbahn. Nee, wem es gefallen hat, wahrscheinlich, wer es sich jetzt angeschaut hat, wird sie es nicht nochmal kaufen. Weil ich denke mal, mehr als einmal durchspielen wird man es nicht machen. Nee. Aber ich kann dennoch sagen, für die Leute, die zufälligerweise genau an dieser Sekunde einschalten und alle Videos davor nicht gesehen haben, also keiner, weil entweder schaut man es an oder man schaut es nicht an, aber dennoch, es rentiert sich tatsächlich dafür Geld auszugeben. Also das ist, also die 20 Euro beziehungsweise wahrscheinlich im nächsten Steam Sale wieder für 3,50 Euro, ist es auf jeden Fall wert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Also Spaß hat es echt gemacht. Ja. Cooles Spiel. War cool. Also vor allem, ja, ich mag diese ich finde es halt cool, dass es irgendwie jetzt immer mehr von diesen kürzeren Indie-Titeln gibt. Irgendwie, da ich find, man einfach ich, so eine. Ja. Ich find solche gerade so storylastige Sachen sind was Cooles für so einen Abend einfach mal. Wenn man sich so denkt, okay.
Fange ich jetzt irgendwie The Witcher an mit seinen 200 Stunden, bis ich es durchgespielt habe? Oder spiele ich einfach das hier? Don't Look Back, das ist gut. Oder spiele ich jetzt das hier und habe einfach meinen Abend damit schon ausgefüllt, geht 4-5 Stunden? Würde ich das schon empfehlen. Ja. Nee, ansonsten schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder was Let's Playen und ja, man sieht sich. Bis dann. Ciao. Thank you.